Das schon machen wir dann herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und ja, diese Spasch ist heutige. Heute gibt's mal wieder YouTuber Photoshoppen beziehungsweise mal der zweite Part, Leute. Und komm, ich schlecht bei euch das letzte Mal an, deswegen dachte ich mir, lade ich den zweiten Part jetzt hoch. Das war noch ein bisschen länger her, hatte ich noch lange Haare, also gönnt euch den Chill. Lasst einen fetten Like da und schreibt mir in die Kommentare, wenn ich als nächstes malen soll. Ciao! So, Leute, wir brauchen noch eine weibliche Akteurin. Wie gibt's denn? Nehmen wir mal Dagi. Hier, Dagi. So, nehmen wir die mal. Wen gibt's denn da hier, ne? Hier ein bisschen älteres Bild. Eine Ewigkeit später. Ich würde sagen, das hier. Das hier kann man ganz gut nachmachen. Oder das? Nehmen wir das. Das andere war für den Arsch. Zeichnen wir Dagi. Laden wir das natürlich erstmal hier rein. So, zack, Leute, um mir das hier ein bisschen einfacher zu machen, lassen wir das jetzt so und zeichnen da praktisch einfach ein bisschen drüber, Leute. Ich würde mal sagen, fangen wir mal mit ihren prachtvollen Haaren an. Ja, der Pinsel, der ist hier ein bisschen zu dick. Ja, das ist perfekt, Alter. Guckt euch das mal an. Ich mach das so gut. Guck mal, Leute. Das hier sind ja noch die Haaransätze. Die haben alle diesen Chon. So, ich glaube, die Spitzen machen wir jetzt nicht so wie hier, sondern hier nehmen wir dieses ganz helle Blond. Dann ziehen wir das hier ganz konsequent nach unten durch. Bam, Alter, Leute. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das sieht echt wunderschön aus. Also, ich glaube, ich verliebe mich gerade. Stop. Hier unten ist dann mal, ja, das ist einfach komplett schwarz. Hier müssen wir dann so einen etwas dunkleren Ton hier reinnehmen. Hier so, zack, Leute, ich glaube, das Bild hier könnte echt was werden, also. Jetzt haben wir so die Haare. Aber Leute, wenn ich jetzt die Deckkraft hochstellen würde, wird es komisch aussehen. Das heißt, wir müssen jetzt in diese Haare so kleine Strähnchen reinmachen, damit es auch aussieht, als wären es Haare, wisst ihr? So, hier Leute, hier haben wir diesen schwarzen Ton. Zack, machen wir den Pinsel direkt wieder ein bisschen größer. Und streichen wir hier rüber, um die Lederjacke zu machen. Ja, jetzt im ersten Moment, Leute, werdet ihr euch denken, da passiert ja gar nichts, aber wenn ich später die Deckkraft hochstelle, dann werdet ihr schon merken, was los ist. Nice. Jetzt haben wir das ungefähr, Leute. Ich fahre hier kurz mal einfach die Kontur vom Gesicht entlang einfach mal nach, damit man später genau weiß, was hier los ist. So, Leute, machen wir mal die Lippe. Hier natürlich wieder diese schwarze Kontur außenrum um die Lippe herum. Unser glückliches Phänomen ist, dass die heute nicht lächelt. Side, what is up? Die hat eine echt interessante Augenfarbe, muss ich ehrlich sagen. Also, egal, Leute, wir umfahren hier den Innenriss der Augen hier nochmal, zack. Hier ein paar Wimpern kriegt sie. Zack, zack, zack. Und dann ziehen wir hier das Auge nochmal rum, wisst ihr? Sieht schon, also ich finde das schon schön, muss ich euch ehrlich sagen. Oh, no. Kommen wir zum kritischsten Punkt, die Nase. Hier, wir runter, füllen die Löcher hier aus, zack. Da müsste das eigentlich fit gehen. Also die Hautfarbe, die scratched. Sprachen lernen, Bubble. Also irgendwie hat die Hautfarbe jetzt nochmal alles zerstört. Ich muss jetzt hier alles nochmal nachfahren. Kritische Situation. So. Ich denke, das war's sogar schon. Leute, kommen wir mal zum Vorher-Nachher. Und zwar nehmen wir die Deckkraft von dem Bild hier einfach runter machen. So sah sie vorher aus. Ah, fuck. Ah, ich habe was vergessen. Also, ich finde, da sind schon Ähnlichkeiten vorhanden zum Original. Hier, guck, Leute. Egal, man darf Dinge nicht verändern. Die müssen so in ihrer eigenen Form bleiben. Dann speichern wir das auch mal, Leute. Hiermit würde ich dir auch mal sagen, das soll es von Video gewesen sein. Keine Ahnung, wie lange ist es ja. Also ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich eine Stunde in der Rohdatei, weil ich so lange gebraucht habe. Aber würde ich mal sagen, wenn ihr mehr von dem ganzen Shit hier sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare, wen ich als nächstes von den YouTubern hier zeichnen oder malen, besser gesagt, soll. Deswegen haut rein, macht's gut und ciao.